Jake stand am Fenster in seinem Zimmer und schaute in die Dunkelheit hinaus. Er wusste nicht, wann es angefangen hatte. War es bereits im gleichen Moment gewesen, als er Joanna an jenem Morgen im Esszimmer zum ersten Mal gesehen hatte? War es auf dem Ausritt gewesen, als sie sich so voller Begeisterung für seine Arbeit interessiert hatte? War es in Memphis geschehen, als sie so fröhlich und unbeschwert miteinander herumgealbert hatten? War es passiert, als sie abends in der Bibliothek zusammen getanzt hatten? Oder war es ihr Anblick in diesem Kleid gewesen, der ihm plötzlich bewusst gemacht hatte, dass er Gefühle für sie hegte, die nicht sein durften? Mit einem gequälten Aufstöhnen legte er seine Stirn an das kühle Glas der Fensterscheibe. Wann auch immer es begonnen hatte, es musste sofort wieder aufhören. Auf keinen Fall durfte er diese Gedanken zulassen. Sie war gerade mal 17 Jahre alt und er 28, und das genügte, um zu wissen, dass sie absolut tabu für ihn war. Er sah ihr Gesicht vor sich, ihre tiefgrünen Augen, die ihn so fröhlich und dennoch immer ein wenig traurig anlächelten. Er dachte an ihren Lerneifer, an ihren scheinbar unstillbaren Durst nach Wissen. Er dachte daran, wie liebevoll sie seinen Namen ausgesprochen hatte, als er sie nach der Rückfahrt von Memphis geweckt hatte, und wie weich und anschmiegsam sie sich heute Abend beim Tanzen angefühlt hatte. Sie war so zart, so verletzlich und weckte seinen Beschützerinstinkt. Er wünschte sich, sie in seine Arme zu nehmen und festzuhalten, und noch viel mehr. »Nein«, stieß er hart hervor, »nein!« Mit zornigen Schritten ging er in seinem Zimmer auf und ab, fragte sich dabei immer wieder, was in ihn gefahren war. Sein Liebesleben, sofern vorhanden, war bisher vollkommen normal gewesen. Er hatte stets Frauen bevorzugt, die in seinem Alter waren. Es war ihm rätselhaft, wieso er plötzlich anfing, Gefühle für ein Mädchen zu entwickeln, das 11 Jahre jünger war als er. »Egal«, murmelte er energisch, »es ist völlig egal. Ich werde nicht mehr daran denken und mich schon gar nicht zu irgendetwas hinreißen lassen, was fatale Konsequenzen haben würde. Ich werde ihr aus dem Weg gehen und damit ist die Sache erledigt.« Nach dem Fiasko auf dem Ball hatte Joanna eine schlaflose Nacht und einen ebenso qualvollen Sonntag verbracht. In den wenigen Minuten, die sie sich bei den Mahlzeiten gesehen hatten, hatte Jake konsequent vermieden, sie anzusehen. Ansonsten hatte sie ihn nicht zu Gesicht bekommen. Obwohl ihr sein ablehnendes Verhalten wehtat, hatte sie beschlossen, sich nichts daraus zu machen. Es war sicher das Beste so. Ein bisschen hatte sie damit gerechnet, dass Tom irgendetwas wegen des überraschenden Aufbruchs auf dem Ball zu ihr sagen würde. Sie hatte vermutet, er würde deswegen sauer sein. Zu ihrer Erleichterung schien ihm das jedoch gar nichts ausgemacht zu haben. Während der Mahlzeiten gab er sich so locker wie immer und sie war froh darüber. Am Sonntagabend setzte sie sich an ihren Schreibtisch und verfasste einen langen Brief an ihre Mutter. Sie berichtete von dem Fest, beschrieb alles ausführlich und erzählte dann auch von Jake. »Jake ist der jüngere Bruder von Mr. Prescott. Er ist sehr nett und hat sich viel um mich gekümmert. Für die Party hat er mir extra das Tanzen beigebracht und es hat mir großen Spaß gemacht. Du hättest ihn gestern Abend sehen sollen. Er sah ausgesprochen gut aus in seinem Smoking. Und als wir zusammen getanzt haben, kam ich mir beinahe vor wie Cinderella mit ihrem Prinzen. Das Ende war jedoch nicht so märchenhaft. Aus irgendeinem Grund war Jake plötzlich ziemlich wütend und hat mich nach Hause gefahren. Zuerst habe ich vermutet, dass er eifersüchtig war, doch das ist natürlich völlig abwegig. Trotzdem fand ich es schade, dass er so verärgert war, und ich hoffe, er wird sich beruhigen, denn ich mag ihn sehr gern. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt.
Aber du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich weiß, dass so eine Schwärmerei mir nur Ärger einbringen wird, und ich werde das ganz schnell wieder vergessen. Allerdings könnte ich ein wenig Trost gebrauchen, und ich wünschte, du könntest jetzt bei mir sein und mich in die Arme nehmen. Vielleicht findet sich bald mal eine Möglichkeit, dass wir uns sehen können. Ich wünsche es mir sehr. Ich denke an dich. Alles Liebe, Joanna. Danach steckte sie den Brief in ein Kuvert, adressierte es und verstaute es im Schreibtisch. Anschließend zog sie sich aus und legte sich in ihr Bett. Sie hatte gehofft, dass es ihr guttun würde, sich alles von der Seele zu schreiben. Doch schnell stellte sie fest, dass das ein Trugschluss gewesen war. Nach wie vor kreisten ihre Gedanken um Jake, und als sie endlich einnickte, begleitete das Bild seiner zornig blitzenden Augen sie wie in der Nacht zuvor in den Schlaf. Am anderen Tag nach dem Unterricht fand Joanna eine Gelegenheit, Tom den Umschlag zu übergeben. Wie beim letzten Mal zog Tom sich damit in sein Schlafzimmer zurück, und als er gerade begonnen hatte zu lesen, klopfte es verhalten an die Tür. Er öffnete, und zu seiner Überraschung stand Robert davor. »Was hast du hier zu suchen?« zischte Tom ärgerlich und zog ihn hastig ins Zimmer. »Ich wollte nur mal hören, was los ist«, erklärte der Rothaarige. »Joanna war heute so geistesabwesend und bedrückt. Ist irgendetwas passiert?« »Nichts, was nicht wie geplant gelaufen wäre«, grinste Tom. Er wedelte mit dem Brief herum. »Schauen wir doch mal, was sie so schreibt.« Rasch überflog er das Schreiben und las Robert den letzten Teil laut vor. »Na, das hört sich ja gut an«, bestätigte dieser lächelnd. »Wirst du ihn absenden?« »Bist du bescheuert? Natürlich nicht«, fuhr Tom ihn an. »Ihre Mutter würde durchdrehen, wenn sie das liest. Am Ende kommt sie auf die Idee, die Kleine hier wegzuholen, oder hetzt mir gar die Cops auf den Hals. Die anderen waren harmlos, die habe ich abgeschickt, damit die Alte beruhigt ist. Aber dieser hier wird zufällig in der Post verschwunden sein.« Er nahm den Brief und verstaute ihn in seinem Schreibtisch. Mit einem zufriedenen Lächeln drehte er sich wieder um. »Es läuft alles wie geplant. Besser hätte es gar nicht klappen können. Nicht mehr lange und wir sind am Ziel.« »Und dann? Hast du keine Angst, dass sie dich verpfeift?« »Keine Angst, das wird sie schon nicht. Dafür werde ich sorgen.« Robert verzog unbehaglich das Gesicht. »Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich doch ein bisschen Bedenken.« »Jetzt mach dir keine Gedanken, ich habe alles unter Kontrolle«, beruhigte Tom ihn. Er legte ihm eine Hand an die Wange und streichelte ihn zärtlich. »Bald sind wir die Herren auf Magnolia Haven.« Ein paar Tage vergingen und alles lief seinen gewohnten Gang. Joanna nahm am Unterricht teil, verbrachte die Nachmittage mit Michael, zog sich abends jedoch wieder wie am Anfang in ihr Zimmer zurück. Jake war immer noch völlig distanziert zu ihr, und sie wollte auf keinen Fall riskieren, ihm in der Bibliothek zufällig über den Weg zu laufen. Einerseits vermisste sie ihn, sie sehnte sich nach seiner Gesellschaft und hätte ihn gerne gefragt, weshalb er so wütend auf sie war. Doch andererseits wusste sie, dass es besser war, dieser Sache nicht weiter auf den Grund zu gehen. Es war sicherer für ihren Seelenfrieden, die Dinge auf sich beruhen zu lassen. An einem Abend saß Joanna an dem kleinen Schreibtisch in ihrem Zimmer und schrieb einen Brief an ihre Mutter. Inzwischen hatte sie auch eine Antwort auf ihre vorherigen Schreiben bekommen. Elizabeth war froh, dass es Joanna gut ging, freute sich, dass sie auf Magnolia Haven so ein komfortables Leben hatte und hoffte ebenfalls auf ein baldiges Wiedersehen. Joanna hatte das Fenster weit geöffnet
um ein wenig der kühlen Abendluft hereinzulassen, und plötzlich hörte sie einen unterdrückten Schrei. Sie hielt inne und lauschte. Einen Augenblick war es still, und sie dachte schon, sie hätte sich getäuscht. Da vernahm sie ein leises Wimmern, das zweifelsfrei aus dem Raum neben dem ihren kam. Er wurde von Martha, einem der Dienstmädchen, bewohnt, und Joanna überlegte einen Moment, ob sie nachsehen sollte, was los war. Nach kurzem Zögern stand sie auf und verließ ihr Zimmer. Martha war immer nett zu ihr gewesen, vielleicht ging es ihr nicht gut. Zaghaft klopfte sie an Marthas Tür, und als statt einer Antwort erneut ein klägliches Jammern ertönte, drückte sie entschlossen die Klinke herunter. Der Anblick, der sich ihr bot, ließ ihr den Atem stocken. Martha lag auf ihrem Bett. Ihr Unterkörper war entblößt. Zwischen ihren Schenkeln kniete Michael mit heruntergelassener Hose und versuchte mit Gewalt, dem sich heftig wehrenden Mädchen seinen Willen aufzuzwingen. »Hör auf, dich so anzustellen, du Miststück«, zischte er gerade und schlug Martha mit der flachen Hand ins Gesicht. »Michael«, rief Joanna entsetzt, »was um Himmels Willen tust du da?« Der Junge ließ von der weinenden Martha ab, stieg vom Bett und drehte sich völlig ungeniert zu Joanna um. »Reg dich nicht auf, wir haben nur ein bisschen Spaß«, erklärte er gelassen, während er seine Hose in Ordnung brachte. Geschockt starrte sie ihn an, nicht in der Lage, irgendetwas zu sagen. Mit gleichgültigem Gesicht kam Michael auf sie zu, schob sich wortlos an ihr vorbei aus der Tür und verschwand. Nachdem sie sich von ihrem ersten Schreck erholt hatte, trat Joanna zu Martha ans Bett. »Bist du okay? Hat er...« Verlegen zog die junge Frau ihr Kleid herunter. »Nein, du bist gerade noch rechtzeitig gekommen.« »Du musst es seiner Mutter erzählen«, riet Joanna ihr. »Nein«, hastig schüttelte Martha den Kopf, »auf keinen Fall. Es ist ja nichts passiert, also lass uns das am besten vergessen.« Ungläubig schaute Joanna sie an, betrachtete die roten Abdrücke auf ihrer Wange, die davon zeugten, dass Michael ihr mehr als eine Ohrfeige gegeben hatte. »Wie kannst du nur sagen, dass nichts passiert ist? Er hat dich geschlagen, und wenn ich nicht hereingekommen wäre, hätte er vermutlich noch Schlimmeres getan. Wenn du nicht mit Olivia reden willst, dann werde ich es tun.« »Bitte«, beschwor Martha sie, »bitte lass das. Ich will keinen Ärger haben, und ich will auch meinen Job hier nicht verlieren.« Joanna zögerte, doch der Blick in Marthas Augen war so angsterfüllt und flehentlich, dass sie schließlich nachgab. »Gut, ich möchte nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst, aber du solltest in Zukunft gut auf dich aufpassen. Wenn er merkt, dass er ungestraft davonkommt, wird er es vielleicht nochmal versuchen.« »Ja«, nickte Martha hastig, »ich werde ab sofort meine Tür abschließen.« Mit einem tiefen Seufzen stand Joanna auf und ging zur Tür. »Joanna«, hielt Martha sie zurück, und als sie sich zu ihr umdrehte, lächelte die junge Frau sie an. »Danke, das werde ich dir nicht vergessen.«